Ja, sonnig, Sonnenuntergang, Sturm, Rallye und Sturm, das gibt schöne Sliderei. Na gut, damals sind meine Rallye-Autos im Schnee gefahren in der Schweiz. Da gab es nicht so viel Sliden, obwohl Schnee auch ein bisschen rutschig ist, aber Wasser ist leider Aquaplaning ein bisschen mehr. Da merkt man das ein bisschen mehr. So, schöne Wasserfontänen, keine Musik. Die Autos fahren wie schnell jetzt? 6 Gänge. Ja gut, Rallye-Autos, klar. 100. 90, wenn es hochkommt. Doch Musik. So, die ganze wieder vorwärts rum. Haufen. Oh je. Das kann ich mich. Oh, genau das war's hier. 5 oder 6 Fahrer auf einen Haufen, alle auf einmal in der kleinen Kurve am Anfang. Jetzt sind wir schon Zweiter. Guck mal, wie schnell das geht. Ach je, das war vielleicht ein Rennen. Ja. Und wie es im Einstieg. Mit diesem Einstieg, mit diesem total geilen Einstieg von zweite Position. Willkommen zurück zum Let's Play Total Driven Part 20. Moment mal. 21. Jetzt bin ich blöd geworden. 6, 12, 18. Part 1 war 19, 20, doch. Es müsste Part 21 sein. Part 21 schon? Und da fällt auch schon der erste. Ich hab's mir nicht aufgeschrieben. Und der hat sich gerade zerlegt da vorne. Und die Musik zerlegt sich auch wieder. Ah, hier. Erste muss schon aufpassen. Die Kurve, die ist ein bisschen. Man kommt raus, rutschig. Wer wirklich, also ich sag mal für Anfänger, es sieht leicht aus, wie ich fahre. Ich habe auch auf der Strecke die meisten Übungen. Wenn ihr das erste Mal hier lang fahrt, ich würde euch echt raten, fahrt ein bisschen langsamer. Die meisten überschätzen sich nämlich. Die rasen dann da lang, kriegen die Kurve nicht, kommen weit, nicht weit genug nach links außen, dann ziehen sie links rüber und fahren links in die Steine rein. Oder sie schaffen es überhaupt, die fahren rechts gegen die Steine oder prallen dann rechts in die Steine. Da! Habt ihr das gesehen? Das Ding da. Jetzt muss ich nochmal ausholen wegen Ägypten. Ich habe ja in dem Part 5 von Ägypten gesagt, ich hätte angeblich das Secret Level gesehen, das Bonusrennen quasi, das siebte, was man finden kann, was irgendwo unter den ganzen Leveln in Ägypten versteckt ist. Hier gibt es auch eins und hier ist es. Ich sag mal so, ich habe es hier als erstes gesehen, weil es wirklich nicht gerade schwierig versteckt ist. Robert ist ja schon wieder so zäh. Junge, lass uns doch mal vorbei. Ich hol dich eh noch ein. Was ab? Das Secret Level, rechts eben gerade im Wald, in der engen Kurve, wo die sich immer zerlegen, was ich erzählt habe. Habt ihr das gerade gesehen? Das sah aus wie so ein orangener, kreisrunder, ich sag mal Strudel. Strudel, eher so ein bisschen flacher. Nee, kein Strudel, so eine Art Kuppel kann man sich vorstellen, wie so eine kleine, orangene, kleine Kuppel, wie so ein Ding, was am Boden liegt. Vielleicht kommt das ein bisschen näher in die Beschreibung. Ich werde jedenfalls gleich nochmal anhalten. Ich habe nämlich vergessen, dass es in diesem Level ist. Schottland Part 3. Nee, Schottland Strecke 3 ist das. Und dahin zu kommen ist auch nicht schwierig. Das Problem ist nur, okay, ich habe mir im Internet mal ein paar Videos angeguckt von Secret Level von anderen Spielern, die mir gezeigt haben, sonst hätte ich es nämlich selbst nie gefunden, wo die ganzen Level sind. Fast aufgehängt. Und Robert, hallo, was ist mit dem heute los? Was hat er gefressen? Bleib doch mal stehen. Ich will gewinnen, hallo. Ich kann die Strecke fahren, aber du anscheinend noch besser. Nee, ich will gewinnen, Junge. Okay, gleich kommt die Stelle. Wenn der Rossi schon 600 Meter vor, Rücksprung hat, ne? So, also, Blick nach rechts. Bitte kurz nach rechts. So, kurz die Hand. Das da. Da muss man nur reinfahren. Ja, hat man gerade noch ein kleines bisschen gesehen. Da muss man nur dran fahren, beziehungsweise reinfahren und dann wird schon das Secret Level geladen. Jetzt sehen wir den Roberts wieder. Bleib doch mal stehen, Junge. Oder muss ich mal meine Kuhhupe wieder anwerfen? Meine. Mö. Nee, das war nicht so gut. Standing, stehen bleiben. Hopp, 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 genau, das machst du super, aber nicht im Weg stehen bleiben. Fahr am besten an den Seitenrand, hol dein Warnschild raus, stell es irgendwo hin und dann rufen Rettungswagen. Oder. Nee, bist ja nicht verletzt. Doch, wenn ich dir ins Auto reinfahre, dann. Oder ruf den ADAC, der kommt bestimmt. Aber leider dann zu spät fürs Rennen. Ah.
Also ich glaube, na gut, hier wird es wohl nicht so viele geile Stunts geben in dem Let's Play Part Schottland, weil wenn man Erster ist und nie Gegner vor oder hinter sich hat, die man nicht sieht, auch wenn ich da hingucke und da keiner ist, bisschen schade, oder? Dafür hört man die Musik, die immer wieder abkratzt. Aber das wisst ihr seit dem ersten Part. Ich weiß überhaupt nicht, ob er überhaupt die Musik anmacht, aber euer. Na gut. Mal überlegen. Wer die Musik nicht hören will, das Auto nicht hören will, mich nicht hören will, und das Video das gar nicht sehen will, wer guckt sich das ganze Gefahrerei überhaupt nicht sehen will, wer das alles nicht will, wer guckt sich das Video überhaupt an? Antwort gar keine. Das sehe ich an den Aufrufezahlen. Aufrufezahlen. Bad. Oh, schon fertig. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, umso besser. Umso besser. Bam, 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 bam. Und gewonnen. Was sonst? So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Mal wieder. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Live, wenn wir fahren. Und wieder Unfälle machen und die Gegner abziehen für Part 4. Warum sage ich immer Part 4? Es ist die vierte Strecke. Ich krieg's nie hin. Wenigstens im nächsten Let's Play habe ich mir auch schon überlegt, bevor ihr jetzt wegschaltet. Als nächstes Let's Play möchte ich gerne Books Life spielen. Also das Ameisenspiel, falls den Film jemand kennt, das große Krabbeln für die PS1. Ich finde das Spiel, das ist sehr gut an den Film angelehnt. Wirklich sehr gut. Das ist ein, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, ein Rollenspiel, oder? Glaube ich. Naja, wir werden sehen. Bis dahin haben wir noch ein bisschen was zu fahren. Aber seid schon mal gespannt. Ihr könnt euch schon mal ein bisschen googeln. Books Life. Ich glaube, davon gibt es schon ein Let's Play. Aber eins auf, nicht original PlayStation aufgenommen mit so einem Fernseher. Sondern irgendwie, ich weiß nicht, ob es das auch auf PC gibt, das Spiel. Aber dann bin ich der Erste, der es auf PS1 macht. Bis dahin. Ciao.